Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen. Freitag, der 27. August, das ist der Gedenktag der heiligen Monika. Herzlichen Glückwunsch allen, die heute ihren Namenstag feiern. Die heilige Monika ist die Mutter vom heiligen Augustinus gewesen und was wir von ihr wissen, wissen wir aus den Bekenntnissen ihres Sohnes. Mit dem Sohn hatte sie ihre liebe Not und auch deswegen haben viele Mütter vor allem einen kurzen Weg zu dieser großartigen Frau. Um 332 im damalig christlichen Nordafrika geboren und hat sie einen heidnischen Mann, Patricius, geheiratet, hatte drei Kinder, der älteste war Augustinus. Seinen Weg hat sie engagiert begleitet mit Sorge und Freude und ist dann, als er nach Mailand ging, auch mit ihm gegangen nach Italien und hat noch erleben dürfen, dass er seine Suchbewegungen zu Ende gekriegt und bei Jesus gelandet ist, dem er dann in einer ganz außerordentlichen Weise gedient hat, mit seinen geistlichen Schriften und seiner Lehre, die Einfluss gewonnen hat bis zum heutigen Tag. Augustinus ist eine epochale Gestalt. Aber es gäbe keinen Augustinus, wenn es die Mutter nicht gegeben hätte. Das wusste er auch. Er wusste schon, was er an ihr hatte. Ihr hat mal ein Bischof, dem sie ihre Sorgen über ihren missratenen Augustinus vorgeheult hat, hat er ihr gesagt, ein Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Und er ist eben auch nicht verloren gegangen. Heilige Monika, bitte für uns und bitte besonders für deine Schwestern, die Mütter, die sich Sorgen um ihre Kinder machen. Bahnlesung, 1. Thessalonicher Brief. Brüder, Schwestern, wir ermahnen und bitten euch im Namen Jesu des Herrn, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, und ihr lebt auch so, werdet darin noch vollkommener. Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir euch im Auftrag Jesu unseres Herrn gegeben haben. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, und dass keiner seine Rechte überschreitet und seinen Bruder bei Geschäften betrügt, denn all das rächt der Herr, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Wer das verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Der Heilige Geist tatsächlich, der ist uns gegeben und den haben wir auch nötig, um das, was Gott lehrt, auch für die praktischen Dinge, für das Leben in Beziehungen, um das zu verstehen und es zu beherzigen und in eine erleuchtete und menschliche und eben auch heilige Praxis umzusetzen. Hier wird nicht befohlen, sondern hier wird ermahnt und gebeten. Sie erinnern sich vom Sonntag her, Frauen, achtet eure Männer, als wäre es der Herr, und ihr Männer liebt eure Frauen. Und damit die Frauen ihre Männer achten können, ist es halt auch nötig, dass es keine herzlose Gewalt in der Ehe gibt, auch nicht im ehelichen Miteinander, in der sexuellen Beziehung. Vergewaltigung in der Ehe ist ja nun leider ein Thema bis heute. Und das soll nicht so sein. In heiliger und achtungsvoller Weise sollen die Männer mit ihren Frauen verkehren. Also auf das achten, was die Frauen vielleicht, wenn sie damals noch nicht so viel, so laut und so deutlich sich haben äußern können, aber sie haben es schon rauskriegen können. Und sich dafür zu interessieren, was die Frau möchte, was für sie gut ist und was sie glücklich macht. Das ist die Aufgabe eines christlichen Mannes. So sieht Paulus das und recht hat er. Happy wife, happy life. Gott segne und behüte sie alle.